Ja, als ich vom Gericht zurückgekommen bin, wusste, dass ich jetzt 8 Jahre hier bleiben muss, ist für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Total ungewohnt. Also, ich wusste ja nicht, was auf einen zukommt. Ja, ein bisschen Angst. Du bist jetzt auf gut Deutsch 23 Stunden in einer 8 Quadratmeter Zelle, hast ein Waschbecken, hast eine Toilette darin, ein Bett. Und ich habe gehofft, dass ich so schnell wie es geht wieder rauskomme. Abrücken zur Arbeit, bitte abrücken zur Arbeit. Ja, teilweise ist die Arbeit schon eine Ablenkung. Manchmal, also auch wenn man da halt nicht in seiner Zelle ist, sondern mit anderen Leuten reden kann oder arbeiten halt. Ich gehe arbeiten bis 15:30 Uhr. Dann gibt es ja noch Aktivitäten, die 16 Uhr circa anfangen. Dann bin ich da und am Abend sind wir am Fenster, ein bisschen reden. Du hast hier viele Gruppenaktivitäten. Wenn du dich wirklich an die Regeln und alles hältst, kann es gut sein, dass du echt, sagen wir mal, nur 8 Stunden am Tag in der Zelle bist. Der Nachteil im Knast ist, man raucht sehr viel, trinkt viel Kaffee, um sich so die Ersatzdrogen, die es hier drin halt so gibt. Alkohol gibt es nicht, andere Drogen auch nicht. Deswegen muss man irgendeinen Ersatz finden. Man hat immer mal Probleme oder wird konfrontiert mit irgendwie Konfliktsituationen. Also da ist es eigentlich nicht anders als draußen. Ich finde, man soll das einfach aus dem Weg gehen und auf sich selber schauen, sein eigenes Ding machen. Das ist mir persönlich schon sehr, sehr wichtig. Also im Gegensatz zum Erwachsenenverzug ist das hier schon so ein Kindergarten, weil die ganze Zeit machen sie nur Stress, was total unnötig ist. Ich hatte immer dieses Bild aus Amerika, von diesen amerikanischen Knästen im Kopf. Und wenn man dann reinkommt, dann merkt man da schon vieles anders, dass es nicht so hart ist, wie man sich denkt. So. Wenn wir irgendein Thema haben, wir können zu einem Beamten gehen, können das ansprechen. Es gibt auch hier einige Beamte, die das auch zu Herzen nehmen und dann gucken, was sie machen können. Es ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken hier drin. So, ich kann es jetzt nicht konkret benennen, aber ich denke schon, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Ich bin anders reingekommen und werde auch anders rausgehen. Das ist schon so.